Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Zusammen mit meinem Opa auf die Jagd zu gehen. Was war dein erstes Konzert? Pink in Köln. Worauf freust du dich nach dem harten Trainingslager am meisten? Auf meinen Freund und auf meinen Hund. Was kannst du am besten backen oder kochen? Puh. Dank meinem Thermomix bin ich sehr vielseitig geworden. Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich besonders gut kann, aber ich kann. Am liebsten mache ich Kuchen. Kuchen? Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Mein Freund, mein Hund und mein Kissen. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? Haha. Ganz einfach. Wenn man mal frei hat, dann gehe ich gerne shoppen. Oh. Welche Eigenschaft hättest du gerne von Lena Gößling? Was hätte ich denn gerne von dir? Die Offenheit. Was willst du nach deiner Karriere machen? Diese Frage, die liebe ich. Die stellst du dir selbst. Die stelle ich mir oft selbst, aber ich würde gerne im Fußball bleiben oder irgendwas, was mit Fußball zu tun hat, auf jeden Fall. Also, welches geschichtliche Ereignis hättest du gerne selbst miterlebt? Gar keins. Nö, keins. Was ist dein größter sportlicher Erfolg? Es gab schon viele verschiedene, aber ich glaube, alles, also der einzige, hey, Olympia steht irgendwie über alles. Ich glaube, das war schon grandios und werde ich niemals vergessen, was wir da geleistet haben. Und es war schon geil. Wohin verreist du gerne in den Urlaub? Auch könnte ich auch für dich beantworten, glaube ich. Also, ich bin eigentlich schon gerne am Strand, aber eigentlich bin ich immer am liebsten bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Hätte ich auch gesagt. Wie erholst du dich am besten nach einem harten Spiel? Auf meiner Couch. Wie kannst du am besten vom Fußball abschalten? Ich gehe, ja, dadurch, dass ich einen Hund habe, mittlerweile gehe ich unheimlich gerne mit meinem Hund raus, um einfach an nichts zu denken. Oder ich gehe auch gerne in den Tierpark oder in Zoos. Bielefeld. Gibt es die Stadt überhaupt? Beweise? Klar gibt es die. Beweise, ja, klar habe ich dafür Beweise. Einfach mal bei Google eingeben Bielefeld, was es da für wunderschöne Orte gibt. Muss jeder hinfahren. Tolle Stadt. Ich fahre immer wieder gerne nach Bielefeld, weil es die Stadt auch gibt. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Boah, ich gebe sehr wenig Geld aus. Ich bin eher der Sparfuchs. Im Moment ist es tatsächlich für meinen Hund, glaube ich, am meisten oder für mein Patenkind. Worüber kannst du lachen, bis dir die Tränen kommen? Puh. Das ist schwer. Das ist schwierig. Das könnte ich auch nicht beantworten. Oft über meine Mitspielerinnen auch. Wenn irgendwas Lustiges auf dem Trainingsgelände passiert. Ja, sonst wüsste ich jetzt nichts. Ich wüsste es auch nicht. Ja. Okay, mit welcher Spielerin von früher hättest du gerne mal in einer Mannschaft gespielt? Ist die Frage von einer Clubmannschaft? Ja. Okay, wenn es zu schwierig ist, dann nehmen wir auch das Ausland damit zu. Mach ich mal eine Ausnahme. Also ich glaube, ja, Abby Wambach, wenn ich das Ausland mitnehme. Ja, ja, darfst du mitnehmen. Ja. Welche Eigenschaft hättest du gerne von Alex Popp? Ihre direkte Art. Sie sagt, was sie denkt. Welches Album hast du dir jetzt letzt bei Spotify angehört?
Das Mix-Album von Noel Maritz. Gut. Wohin würdest du gerne auswandern? Nee, ich möchte nicht auswandern. Also ich fühle mich wohl in Deutschland, also das kommt für mich gar nicht in Frage. Also in Urlaub habe ich viele Möglichkeiten, wo ich hinfahre, aber auswandern möchte ich irgendwie nicht. Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Ich würde gern fliegen. Das finde ich cool. Oh krass, das ist jetzt eine richtig bescheuerte Frage, ja? Krass, alle lachen hier um mich herum. Muss ja ganz witzig werden. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Keine Ahnung, noch nie gehört. Weiß ich nicht, ob was das jetzt angespielt wird. Aber mir ist irgendwann mal was zu Ohren gekommen, dass es vielleicht Mama Lauda war. Stimmt, glaube ich.